Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich spiele Gumshoe am NES zum allerersten Mal und das mit euch. Ja, auf dem Weg durch alle NES-Games bin ich jetzt hier angelangt, ziemlich am Ende von G. Ich spiele alphabetisch von A bis Z durch. Es geht mindestens 10 Minuten und heute, wie gesagt, Gumshoe. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, man spricht das so aus. Ich hoffe es. Okay. Ich weiß, dass es ein Lightgun-Shooter ist, weil auf dem Cover steht bla bla blub, Lightgun Series. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was muss ich machen? Aha! Ich muss den Typen abschießen, damit er springt, oder was? Okay, da darf ich nicht dagegen springen. Woher soll ich das wissen? Okay, ist ein Totenkopf drauf, aber naja, man weiß ja nie so genau. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Gumshoe. Ui, der kann unendlich oft hüpfen. Okay. Ich muss ihn nur oft genug abballern. Das ist ja eine super strange Spielmechanik. Wie kommt man denn auf sowas bitte? Ah, yeah, yeah, yeah. Und war ich ja instant von ganz vorne an, oder? Ja, come on, echt jetzt? Fange ich von ganz vorne an? Ja, ich fange jedes Mal von ganz vorne an. Oder? Nein, oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Grafik wiederholt sich zu sehr, um das wirklich sagen zu können. Nein, ich glaube, man fängt nicht von ganz vorne an. Ah, yeah. Da hätte ich jetzt nicht nochmal hüpfen dürfen. Interessantes Konzept. Man muss den Typen abschießen, damit er hüpft. Ich dachte, ich muss einfach alles wegballern rund um ihn. Time, Left, Sex. Was auch immer das bedeuten mag. Okay. Okay, jetzt wollte nicht mehr hüpfen. Ah, ich darf nicht daneben schießen, oder was? Ah, wie überhaupt keine Chance. Hey, mich ein bisschen an Flappy Birds. Ich weiß nicht warum, aber es hat ein bisschen was von Flappy Birds. Okay, weiter geht's. Jetzt gehe ich mal mehr unten. Auto. Auto! Auto sind irgendwie unmöglich. Oh ja, ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich, die Stelle. Okay, man muss doch oben gehen. Okay, man muss oben gehen. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber es kommt mir recht schwer vor das Spiel. Kann ich, warum ich die Verlust nicht abschießen kann, das irritiert mich dann doch stark. Hüpfen. Ah, yeah. So leicht ist anders. Das ist eigentlich arcade-lastiger, geht's eigentlich kaum, das Game. Bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde es mal mutig, so ein Spiel zu machen. Wenn man was Neues versucht, finde ich ja immer super. Ah, yay, 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 yay. Come on. Ich merke gerade doch, wie voll gemampft ich bin. Aber heute einen Veggie-Burger gegrillt und boah, der liegt mir immer noch im Magen. Nicht, weil er schlecht war, sondern weil es einfach zu viel war. Ah, ja.
Ja, unmöglich. Hätte ich so instant sofort nochmal abschießen müssen, aber es ist einfach zu langsam, bin ich von der Reaktion her. Ich spiele sie nicht wirklich mit der Leitung, ich spiele sie mit der Maus am Emulator. Ja, ich stehe dazu, ich habe nicht alle NES-Spiele. Dafür auch, ist auch einfach viel zu viel Schrott dabei, den meiner Meinung nach einfach nicht sammeln muss. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, Mann. Ja, ich spiele es am Emulator und deswegen spiele ich es mit der Maus. Das ist die Essenz von dem, was ich sagen wollte. Und vielleicht kann es sein, dass es damit natürlich nicht ganz so anfühlt, wie es eigentlich sollte. Das möchte ich nicht ausschließen. So, ich spiele jetzt Ganshu jetzt 5 Minuten und 43 Sekunden. 5 Minuten habe ich noch. Jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Okay, schauen wir mal. Weiter geht's. Konzentration jetzt, Konzentration. Jetzt pack ich's. Jetzt spiel ich's durch. Mega nach oben. Ich hüpfe nur, wenn es sein muss. Alter, ich glaub. So viel zum Thema, ich hüpfe nur, wenn es sein muss. Ich glaube, dass es unten sein oft nicht so gut ist. Okay, gut gemeistert. Jetzt kommt hier gleich noch was angeflogen. Ja. Okay, da rauf mit dir. Kaktus, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Kaktus berühren darf, aber ich habe jetzt auch keine Lust, das auszuprobieren. Wow, da war die Kollisionsabfrage, mein Freund. Okay, oh. Kommt schon wieder was? Na bitte, geht doch. Ja, kommt schon wieder was? Ja, Punkterekord wird das keiner, ist mir egal. Versuchen nur möglichst weit zu kommen. Die Grafik, die wiederholt sich schon sehr hart. Aber wie der Typ sich selbst steuert, das ist gar nicht schlecht gemacht. Das ist ganz gut gemacht. Okay, man kann durch Kaktus durchgehen. Danke. Danger. Wieso? Was ist da los? Wow, da kommt was von oben. Was hätte ich da jetzt machen müssen? Danger, ja, danke, aber. Boah. Bin überfordert. Okay, und jetzt hier von ganz vorne? Nein. So, was mache ich jetzt bei Danger? Gar nichts. Ich versuche mal bei Danger gar nichts zu machen. Okay. Gar nichts machen ist auch keine Option. Was mache ich bei dem Danger-Zeichen? Maximal fliegen. Probiert. Gut, probieren wir das mal. Maximal fliegen. Bei dem Danger-Zeichen maximal fliegen. Ah, oder muss ich die Sachen, die runterfliegen, abschießen? Egal, ich fliege jetzt mal. Ja, flieg doch da. Das gefällt mir vom Gameplay her nicht. Also diese Szene gefällt mir vom Gameplay her einfach nicht. Ich weiß nicht genau, was ich da machen soll. Ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin und weiß nicht genau, was ich machen soll. Es sagt mir Danger und ich kann fliegen und es fühlt sich einfach nur nach Zufall an, was ich da tue. Dass ich da weiterkomme. Und ich fange wieder von Null an. Na, supidupi. Eine Runde geht noch. Wir sind bei 9 Minuten, 10 Minuten jedes Game Minimum. Also einmal geht's noch. So, da. Mir wurde gesagt, ich schneide immer Grimassen beim Spielen. Muss mir mal meine eigenen Let's Plays anschauen, ob das stimmt. Aber ich fieber einfach voll mit halt immer. Ich bin wirklich immer der Typ, der da gerade rumläuft. Auch wenn das ein schlechtes 2D-Spiel vielleicht ist. Wobei, das ist hier eigentlich nicht schlecht. Ich finde die nur um Skat, sondern ich finde dieses Spiel nicht schlecht. Es ist vielleicht. Ja, es ist schon sehr schwer. Manche Designentscheidungen finde ich fragwürdig. Die Grafik könnte sich auch ein bisschen weniger oft wiederholen. Aber ansonsten, Musik ist okay. Die Steuerung funktioniert.
Die Steuerung ist innovativ. Na, was will man mehr? So, da. Alles erfordert schon. Recht viel Konzentration, das Game. Ich frage mich aber, wie oft sich. Hey, das ist ein Diamant, das ist ein Diamant! Ich wollte doch nur den Diamanten. Oh nein, oh nein, oh nein. Das Level ist jetzt irgendwie anders als vorher. Generiert sich das Level selbst irgendwie? Nein, oder? Ich glaube, ich habe die Szene vorhin einfach übersehen mit den Diamanten. Hüpf doch! Boah. Hüpf, 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 hüpf! Mensch, hüpf doch! Game over. Game over. Immerhin ein Diamanten gesammelt. Oh yeah. Gut, Ganshu, Leute. Das war Ganshu am NES. Kann man mal zocken. Ist so richtig. Macht Spaß. Ist mal echt was anderes. Wo ist meine Kamera da? Ist mal echt was anderes. Und absolute Zockempfehlung für Ganshu. Auch wenn es so schwer und teilweise meiner Meinung nach auch unfair ist. Egal. Alles egal. Kreativität über alles. Ja, da unten wie immer abonnieren. Das wäre ganz super. Dann da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe schon über 200 Games gezockt. 200 NES Games. Man fasst es nicht. Und Daumen hoch nicht vergessen. Und wenn ihr damals Ganshu am NES gezockt habt oder sogar besessen habt, dann schreibt mir mal, wie war das denn damals so? Rein in die Kommentare damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.